Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Little Big Workshop. Folge 166 sind wir gerade dran. Und ich versuche mal gerade ein Experiment, weil es ist immer noch Samstag. Es ist kurz vor 12. In etwas mehr als 2 Stunden soll die Folge 165 rauskommen, also die vorgestern erschienen ist. Und ich mache jetzt im Hintergrund mit meinem Aufnahmerechner, rendere ich die gerade und habe die gerade geschnitten und jetzt wird sie eben gerendert in das richtige YouTube-Format, umgewandelt, ne? Und das braucht natürlich wahnsinnig viel Rechenkapazität. Ich nehme aber trotzdem mal eine neue Folge auf, in der Hoffnung, dass der Rechner beides schafft. Er sagt mir, dass er eine CPU-Auslastung so von 7% hat. Das wäre natürlich, also ist insofern ein bisschen seltsam, weil die CPU-Auslastung mit dem Schnittprogramm liegt bei 80%, aber hey, warum denn nicht? Ne, der Computer weiß schon, was er macht. Ich hoffe, diese Aufnahme ist gut. Ich mache auch keine zweite. Einfach mal sicherheitshalber. Vielleicht kann ich ja so Zeit sparen, indem ich auf der einen Seite im Hintergrund schneide und auf der anderen Seite schon mal aufnehmen kann. So, und dann wollen wir mal weiter gucken. Ich habe gerade mal rückgeforscht. Wir haben aktuell 29 Grad hier in der Stadt und es ist noch nicht mal 12 Uhr. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese hohen Temperaturen gehen mir richtig auf die Lenden. Ja, also ich bin überhaupt kein Freund davon, von diesen hohen Temperaturen. So bis 25 Grad lasse ich mir gefallen. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich einfach nur noch bläh. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit dieser Temperatur. Ich würde mich am liebsten auf Couch legen, so wie Gott mich schuf. Ja, vielleicht Socken an. Aber ehrlich, das ist mir alles viel zu warm. Und ich habe es hier kühl im Verhältnis zu vielen anderen, weil ich ja eher kellernah wohne. Aber trotzdem, allein die Hitze, die hier auf dem Fenster steht, reicht mir schon, um mich unwohl zu fühlen. Wie geht's euch denn so bei den Temperaturen? Ich hoffe ja immer, dass einer, der das hier schaut, auch mal in der Lage ist, einen Kommentar zu schreiben, weil ich möchte ja Bewegung auf meinem YouTube-Kanal haben. Ich bin jetzt schon bei einer Plattform, die ab und zu kostenlos Spiele verteilt, ne, damit du da ein bisschen Promotion für die Spiele machst. Bin ich schon mit meinem YouTube-Kanal runtergeflogen, weil die Zahlen so schlecht sind. Warum? Guckt ihr alle eigentlich keine richtigen Let's Plays mehr? Ist das für euch, also ja, ich weiß, ich werde auch darauf keine Antwort kriegen, aber wie ist denn euer Konsumverhalten so? Steht ihr wirklich noch auf die langen Let's Plays, so wie ich das hier mache? Oder wollt ihr eigentlich nur noch, nimm mal 3 Stunden auf und schneid das mal in 5 Minuten zusammen? Oder ist diese Form von Let's Plays für euch echt kein Thema mehr? Ich höre das jetzt an vielen Stellen, dass Let's Plays, so die klassischen Let's Plays, wie man sie damals noch von Gronkh und so weiter kennt, so in diese Richtung geht das ja bei mir auch. Vielleicht jetzt nicht so professionell und auch nicht so witzig und überhaupt nicht, aber so dieses Komplett-Let's Play, ne? Und nicht zusammengehackselt und geschnitten. Ist das noch was für euch oder sagt ihr, nee, komm, da habe ich keine Lebenszeit mehr für. Ich will 400 Videos pro Stunde konsumieren, da habe ich keine Zeit für. Kann ja sein. Ich würde mich mal freuen, wenn wir uns da mal austauschen. Wenn ihr mir mal einen Tipp gebt. Vielleicht sagt er ja auch, nee, Let's Plays sind super, aber deine sind scheiße. Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn er dann noch begründet, warum oder was ihr scheiße findet, wäre das ja produktiv. Ja, ich bin ja auch bereit, mal über mein Wirken nachzudenken. So. Ja, wir sind überall im grünen Bereich. Perfekt. Alles ist produziert. Wir können also ausliefern. Kaffee gibt Pfötchen. Alles klar. Ist immer so, ne? Jetzt habe ich mal nichts vor der Aufnahme gegessen. Habe ein bisschen Hunger. Jetzt nicht schlimm, aber, ne? Jetzt gibt der Kaffee Pfötchen. Mein Gott. Also ich sage euch, mein Körper. Wer den haben möchte, ich würde den zum Tausch anbieten, ja? Vielleicht so einen 23- bis 25-jährigen Körper. Wer den über hat und loswerden möchte und dafür lieber so einen alten, fetten, aufgedunsenen, kaputten Körper haben möchte, wir können tauschen. Ich lege vielleicht noch 5 Euro drauf. Ja? Mein Gehirn möchte ich aber behalten. Die Ideen, die ich habe, sind zwar doof, aber gar nicht schlecht. Manchmal lache ich über mich selber. Das ist gut. Da weiß ich ja nicht, wie verkniffen dein Gehirn ist. Ne? Vielleicht bist du ja so ein ganz komischer. Weiß ich ja nicht. Wenn der Körper gut ist, sehr gerne, können wir tauschen. Können wir drüber reden. Oder wenn irgend so ein zwielichtiger polnischer Arzt eine Idee hat, ne, wie er mich wieder fit und gesund kriegt, einfach mal melden. Ich habe aber nicht viel Geld, ne, ich verdiene ja nichts mit. Wollte ich nur mal gesagt haben. YouTube ist ein bisschen geizig, bin ja nicht mal YouTube-Partner. Weil die Zahlen ja auch nicht wirklich von Wachstum können wir hier nicht reden. Das ist, ja. Aber das habt ihr in der Hand. Ihr könnt ja auch abonnieren, wenn ihr wollt. Ja. Ja, ich habe mehr Zuschauende, die nicht Abonnent sind. Ich gucke mir ja auch ab und zu mal die Zahlen an. Ne?
So, Minicar F1, können wir ausliefern. Ja, los, raus mit dem Ding. Guck mal, wir haben schon wieder so viel Geld verloren. Wir machen so viel Verlust hier. Aber wenn diese Sachen erstmal vom Markt gehen. Was haben wir denn hier? 18, 19, 26.000, 22.000, 18.000, 20.000. Können wir den einfach so bauen? Nee, ne? Aber ja, klar. Was brauchen wir denn? 7 bis 11 oder 9? 18 bis 35. Also wir müssen eigentlich immer das Höchste nehmen hier von dem Gelben, weil wir kommen auf maximal 35 aktuell. Und 33 brauchen wir. Das heißt, wir müssen da immer das Maximum nehmen. Okay, also der macht 6 Punkte und hier kommt es jetzt auf die Kamera an. Die produzieren wir natürlich selber. Und jetzt müssen wir eine finden, die macht 2, die macht 5. Also ihr seht, die Zweier dürften wir schon nicht mehr nehmen. Ja, klar. Weil wenn wir die Zweier nehmen, dann sind wir bei nicht 35, sondern hier wären 5 möglich. 3 abziehen, sind wir bei 32, geht schon nicht. Also wir müssen wirklich das Maximum nehmen. Oder die. Also eine von den beiden. Aber da das mir völlig wurscht ist, nehmen wir die. Muss die denn aus Holz sein? Also ist egal, ne? Da könnten wir dann, also entweder Strangus nehmen, 5 bis 10, 0 bis 1. Da wir hier nicht ganz so viel brauchen, könnten wir Kunststoff nehmen. 2 bis 4, 1 bis 4. Ehrlich gesagt, nehmen wir Metall, ne? Komm. Wir sind ja nicht so ein Billigheimer. Hier können wir 1 bis 3 machen, dann nehmen wir natürlich die 3, den Kettenantrieb. Wow. Schön kompliziert. Stangospresse. Ja, das schaffen wir bei den kleinsten Summen. Ist das überhaupt kein Problem. Was haben wir denn hier? Hier können wir 8 Stück herstellen. Die sind auch von der Art her gleich. Alles super. Hier können wir uns Stangospresse 2 bis 4, 0 bis 1, 1 bis 2. Ja, das ist... Ach, das kriegen wir hin. So. Wie geht's hier weiter? 8 bis 12. Ihr seht, auch hier können wir uns nur für den einen entscheiden, weil alles andere zu niedrig ist. So, den Becher hier, 333, da können wir uns aussuchen, da würde ich dann den hier nehmen. Ja, 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 den nehmen wir. Das läuft alles, hier können wir auch nichts verändern, ne? Ne, hier können wir auch nicht, alles klar. Hier geht's weiter, 1 und 8. Hier müssen wir dafür sorgen, dass der 8er kommt, alles klar. 35, also wir haben maximal genommen, deswegen passt das alles. Jetzt müssen wir die hier angleichen. Und ihr seht, hier sind wir jetzt bei 59 bis 122. Da brauchen wir 3 Dinger, also da muss nicht viel gemacht werden. Und hier brauchen wir ein bisschen mehr, da haben wir aber auch viel Spiel. Was können wir nehmen? Hier können wir wieder Holz nehmen, 16 mal sägen. Das ist 1 bis 4, 3 bis 8. Das ist, das würden wir dort untere gut hinkriegen. Das können wir eigentlich machen. Sägen wir mal hier Holz, ne? Schön das Billige. Hier 7 bis 10, 7 bis 10, dann machen wir das. Hier machen wir 7 bis 10, machen wir das. Hier können wir wieder über Kunststoff oder Holz reden. 3 bis 8. 1 bis 4. Ja, komm, dann nehmen wir den. Und diese 1 bis 4 hat halt was mit dem Holz zu tun, ne? Wenn ich also hier dann ein anderes Holz nehme, da haben wir die 1 bis 4, ne? Genau. So, und mit dem billigen Holz mache ich halt nur 3. Aber auf der anderen Seite, da könnte man dann gucken, braucht man es oder braucht man es nicht. Hier ist soweit alles, hier können wir nichts mehr auswählen. Ne? Jetzt müssen wir uns nur Gedanken machen, wie wir die Werte hochpushen. Das heißt, wir können den hier zum Beispiel nehmen. Was fehlt uns denn noch? Einer. Und wir sind aktuell bei 5, also 4. Das heißt, wir rechnen erstmal die billigsten ein, ne? Hier, der Coin kostet 18, der hier kostet 18, der hier kostet 18, der gibt es nur den einen. Hier können wir die Farbe gleich bestimmen, der hier kostet 18, 18, nehmen wir immer die 18er. Und ihr seht, jetzt kommen wir nicht hin, ne? Das reicht nicht. Das heißt, hier brauchen wir noch einen besser und hier brauchen wir noch 4 besser. Und jetzt können wir sozusagen gucken, wo haben wir am wenigsten Material. Das war hier dieser Zweier. Dann nehmen wir den und nehmen zum Beispiel Ette hier. Ja. 2 Stück davon. Der kostet nicht 18, sondern 30. Und schon ist der hier korrekt. Und hier fehlen noch 2.
Jetzt gucken wir nochmal, wo wir ganz wenig haben. Zum Beispiel hier beim Holz. Und dann nehmen wir nicht den 18er, sondern dann nehmen wir zum Beispiel den 24er. Ne? Das können wir hier unten auch nochmal machen. Denn jetzt müssen wir gucken, von 18 bis 24, das sind 6 mehr pro Stück. Also 6, 12, 18 mehr. Das könnten wir hier unten ja auch nochmal gucken. 2, 1, 48. Dann müsste jetzt 2, 1, 40 sein. 18, 30 natürlich. Quatsch. Fussel und rechnen. Weißt du, beim Livestream rechnen ist immer schlecht. So, ich könnte das natürlich hier mit dem sehr teuren Holz machen oder hier mit dem teuren Holz, wären wir schon fertig. Aber das hier sind, wie gesagt, 18 mehr. Dann mache ich hier unten auch nochmal 18 mehr. 18 mehr Fussel, das ist der. Und ziemliche Punktlandung. Ne? Holen wir noch ein Maximum raus. Perfekt. So. Dann markieren wir mal einmal alles. Und gehen mal Bleche schneiden. Da muss ich mich jetzt eben orientieren. Warte, Blech schneiden. Wo bin ich? Ne, das ist hier so. So. So ist meine Ausrichtung. Die brauche ich, sonst finde ich mich hier nicht zurecht. Hier werden Bleche geschnitten. Und hier unten direkt werden sie gestanzt. Also die beiden gehören immer gut zusammen. Hier brauchen wir die Stranggusspresse. Die sind hier oben. Das heißt, alle Stranggusspressen, ne, hier sind 2 Arbeitsschritte, das sind 5 Arbeitsschritte, sind schon mal zusammen. So, 7, da gehen wir hier in die kleine Werkstatt, da brauchen wir nicht da hinten hin. Da sind 7 Pressvorgänge, hier sind 5 Pressvorgänge, 9 Pressvorgänge, ne, 14, 5, sind schon nicht wenige, aber das ist schnell gemacht. Hier unten können wir aufpuffern, zack, da brauchen wir auch nicht an die große Maschine. Hier sind die Holzschnitte, die machen wir natürlich hier, weil 200%, ne, sind alle geraden Schnitte mit drin. Dann haben wir es soweit und jetzt müssen wir uns um den Zusammenbau sozusagen kümmern. Wir haben noch einige Geräte nicht genommen, warum nicht? Achso, die Farbe musste ich noch festlegen. Farbe musste ich noch festlegen. Muss ich mal eben gucken, welche Farbe machen wir denn? Machen wir ein schönes Gelb, oder? Weiß zwar nicht, wo es Gelb macht, aber wir machen es Gelb. Alles klar. So, Stranggusspresse Kunststoff, die haben wir hier. Haben wir auch. Ja, wir können mal gucken. Wir brauchen nur noch die Arbeitsplätze. So, und jetzt geht's los, die einzelnen Arbeitsschritte verbinden. Das heißt, der hier sind 18 Arbeitsschritte. Jetzt muss ich erstmal wieder hier hin. 18 Arbeitsschritte machen wir auf der... Der 9 Arbeitsschritte machen wir hier. 54 Arbeitsschritte machen wir hier. 18 Arbeitsschritte machen wir hier. So, immer schön aufteilen, ne? Der Gesamtzusammenbau findet ja hier statt. So. Und immer schön verteilen die Dinger. 18, 18 und 18. So. Ihr seht, alles da. Wir brauchen insgesamt 3 Tage, haben auf jeden Fall genug Zeit und Auftrag. Hier wird noch ausgeliefert. Alles klar. Und wir haben jetzt gleich einen neuen Markttag. Jetzt können wir verkaufen. Gucken wir mal, was haben wir denn alles. Sandkasten-Kits müssen auf jeden Fall raus. 43 wird nachgefragt. Also ihr seht, jetzt wird es ein bisschen eng. Da haben wir ein bisschen überproduziert. Das stürzt ab. Ja, hier würde ich vielleicht sogar noch einen Tag warten. 63 stürzt aber ab. 50 Stück. Wenn wir schon mal 10 Stück verkaufen, 50 Stück, 40 Stück. Ich weiß halt nicht, das ist halt blöd, du weißt halt nicht, wo es genau hingeht, ne? Da wäre, wenn du da konkrete Zahlen hättest, dann wäre natürlich mega geil. Na komm, ich verkaufe mal 10 Stück. Von dem Hut. Ja, die können komplett geliefert werden, weil der stürzt jetzt ab. Das heißt, hier haben wir den Maximalwert erreicht, raus damit. Beim Tisch geht es noch hoch. Also da lassen wir es noch. 51 Einheiten, 60 haben wir.
da sollten wir auf gar keinen Fall verkaufen. Sondern können wir eher noch ein bisschen nachproduzieren. Weil das hier ja auch nicht so schlecht ist. Sollen wir nochmal 30 machen? Ja, ne? Ihr kommt aber hinterher, ne? Ihr seid noch am Weg? Nicht, alles klar. Hier einmal ein Reparaturteam hin. Nicht, dass hier was kaputt geht, ne? Das Schöne ist ja, dass nach Abschluss der Arbeiten kommt ja immer einer und macht das automatisch ganz. Das ist aber bei den Zusammenbaubereichen, ne, bei der Endmontage, ist das nicht so gut, weil das dauert dann immer. Da, weil die sind ja nie zu Ende, ne? Komm, schön einladen jetzt. Mach das Lager leer. Ja, Transporteure, weiß ich auch nicht. Die sind stinkend faul. Was stehst du denn hier rum? Hast du keinen Auftrag, Faulsack? Muss ich einen Metallauftrag annehmen oder was? Fettes kleines Gnom. Tch, fauler Hund. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt gleich sagt, Gumba Gumba. Er hat ja auch schon drei Hölzer geschleppt, weißt du? Dann ist natürlich klar, dass da ein bisschen Pause angesagt ist. Nee, 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 nee. So möchte ich auch mal leben. Der Lager ist vielleicht ein bisschen voll. Ah, ihr macht das schon. Wichtig ist, Zeitaufträge sind alle grün. Schiebt man nichts rum, ne? Wie die dann so rumquietschen. Ganz komische Gnome. Ganz komische Gnome. Habt ihr hier schon alles wieder fertig? Gottchen, seid ihr schnell. Hier auch schon wieder Strangus. Ist alles schon fertig? Kann nicht sein, oder? Na gut, war für ein Industriebot, ne? Jo, alles klar. Was haltet ihr denn davon, wenn er erstmal die Wege frei macht? Dass ihr nicht ganz dicht seid, das wissen wir jetzt mittlerweile, ne? Nee, lass uns von hinten nehmen oder so mittendrin, aber auf gar keinen Fall den Weg frei machen. Wir latschen ständig über den Hut, den wir noch verkaufen wollen. Wie viele Fußabdrücke da drin sind? Ihr seid drauf, ehrlich, du. Dann fallen sie hin, dann lassen sie einen Hut liegen, jetzt ist noch ein Riss in der Krempe, meine Güte. Hier hinten liegen auch noch Hüte rum. Oh. Ja, hallo? Guten Tag, wir könnten mit einer bekannten Möbeldesignerin zusammenarbeiten. Dafür sollten wir eine Reihe Prototypen für ihre neue Schuhkollektion herstellen. Der Auftrag ist klein, muss aber so bald wie möglich fertig werden. Nö. Keine Lust. Weil das sind dann wieder, da musst du die Arbeiten alle frei haben. Das ist höchste Priorität. Das muss alles gut zusammenpassen. Das ist mir zu blöd. Wir haben jetzt 5 plus 5000 gemacht. Mit den Hüten haben wir nur 5000 plus gemacht. Was? Ja, gut, nachvollziehbar. So. Ja, ihr seht, solche Aufträge machen überhaupt keinen Sinn, ne? Ja, hier weiß ich halt nicht. Sieht mal interessant aus, aber. Produktplan. So, machen wir mal 50 Stück. Wir machen aktuell 14.000 Gewinn. Mhm. Brauchen 24 Stunden für 50 Stück. Oh ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ne? So, 1 bis 6, 5. Das heißt, wir müssen gucken, wo machen wir denn hier Feder mit? Hier, Feder. 1 bis 6, 5. Das heißt, auch hier gilt ja wieder, wir müssen wieder das Beste nehmen, ne? Zwei Federn und hier unten... Vier Federn. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Haben wir sechs Stück. 4 bis 46, 8 bis 43. Das heißt, hier brauchen wir wirklich nicht viel Gutes nehmen. Fangen wir oben an.
Was können wir denn? Also hier können wir immer nur eins herstellen. Das eine ist Metall, das andere ist Holz. 2 bis 5, 3 bis 6, 5 bis 10, 7 bis 12, 1 bis 4. Nehmen wir doch so ein Mittelding, oder? Sollen wir das hier in Metall machen? 50 Stück. Ah, weißt du was? Komm, dann machen wir noch den hier. Da sind wir jetzt bei 7 bis 10. Hier würde ich ja persönlich auf Masse gehen. Da bringt der eigentlich ganz viel. 1 bis 4, 5 bis 11, 3 bis 6. Biegen können wir hier. Also wir bräuchten hier unten irgendwas bis 3 und 3. Hm. 1 bis 4, 5 bis 11. Sollen wir es in Holz machen? Dann müssen wir jetzt am Material arbeiten, ne? Sitzpolster machen wir mal rot. Hier können wir natürlich was rausholen. Hier müssten wir zwei Punkte machen. Wir sind jetzt aktuell bei 13. Ich nehme wieder mal das billigste von allem, ne? Ist klar. Ja. Okay, also wir haben alles zugewiesen. Jetzt müssen wir allerdings dafür sorgen, dass wir hier noch zwei Punkte kriegen. Oh. Ja, ist 3 wäre 4, das wäre der hier. Oder wir müssen die Bearbeitung ändern. Was ist schon hier? Der ist schon auf jeden Fall der richtige. Können wir hier was ändern? 5 bis 11. Da habe ich auch den genommen, ne? Da müsste hier mit Holz gearbeitet werden. 3 bis 8. Aber 5 bis 10, der hier, nee. Minus 2400. Ja, warum soll ich die Scheiße dann herstellen? Jetzt mal ernsthaft. Wieso ist das denn so? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso soll ich denn Verlust damit machen? Da stimmt doch was nicht. Metalldrehbank war hier, ne? Die brauchen wir sehr selten. Stranggusspresse. Holz. Ja, ihr seht, ne? Den Auftrag zu machen wäre völliger Bullshit. Ja gut, die Löhne, ne? Geschätzte Arbeitskosten nach Aktionszeit. Ja gut, aber werden alle Mitarbeiter, weil die sind ja nicht alle beschäftigt, die machen ja in der Zwischenzeit noch was anderes. Das könnte ja eine völlige Fehlkalkulation sein. Hm. Ich weiß es nicht. Ich steck da nicht drin. Also jetzt machen wir 758 bei 50 Stück Gewinn. Uh-huh. Wir brauchen 4 Tage. Uh-huh. Ja, aber da die Preise steigen, müsste es ja am Ende ein größeres Plus geben. Ne? Das wird ein Desaster, ich sehe das schon. So, kommen wir denn hier klar mit den Aufträgen? Keiner da. Wer stört denn um 12.10 Uhr am Samstag? Bestimmt wieder irgendein Paketbote. Ich erwarte nichts. Diese Post. Ja, dann kommt wieder irgendeine Mahnung oder sowas. Wobei das Finanzamt hat geschrieben, Krankenkasse hat geschrieben, wollen alle Geld, also kommt da nicht mehr viel. Hm. Kann das übrigens sein? Oh, wir sind schon ein bisschen drüber, ne? Genau, ich war so verbunden mit meiner Auftragsarbeit hier. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie sich's entwickelt.
Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Guckt gerne mal in die Videobeschreibung, da seht ihr die ganzen Social Medias. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch dort mal als Abonnenten ausgebt, damit ihr mir auch dort folgen könnt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.